Ich würde gerne die Geschichte von Rudolf Serkin und dem Max-Reger-Institut sozusagen im Rahmen einer großen Familiensaga erzählen, die schon beginnt 1909, als der junge 17-jährige Adolf Busch Max Reger sein Violinkonzert vorspielt, auswendig, und der vollkommen begeistert ist und ganz bald darauf sagt, dass Fritz und Adolf Busch, Fritz ist der Dirigent, Adolf der Geiger, seine musikalischen Säuglinge seien. Also er adoptiert diese beiden Musiker und macht auch Adolf Busch zum bevorzugten Duopartner in seinem letzten Lebensjahr, dirigiert auch das Violinkonzert mit ihm, ganz wichtig. Die nächste Adoption sozusagen, die kommt dann 1920, da adoptiert Adolf Busch zusammen mit seiner Frau Frieda den jungen Serkin, der auch gerade 17 Jahre ist. Also es ist so eine Duplizität der Geschichten und er holt ihn, diesen jungen, noch vollkommen unbekannten Pianisten zu sich nach Berlin und macht ihn dort zu seinem bevorzugten Duopartner. Die beiden spielen sehr viel Reger. Reger ist eigentlich immer mit im Bunde, wenn dann Serkin und Busch etwas aufführen.